Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das Album Herzblut von MC Bilal vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, liebe Freunde, das Album Herzblut ist bereits im Jahr 2017 erschienen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen die Box für einen sehr guten Preis auf eBay Kleinanzeigen gesichert. Schöne Grüße gehen raus an den Verkäufer. Wirklich sehr ehrenwert von dir, mir die Box für diesen schmalen Taler zu überlassen. Dankeschön. Sollte es noch irgendwie eine Box auf Amazon geben, Freunde, dann verlinke ich sie euch natürlich hier unten. In der Videobeschreibung sollte es die Box natürlich nicht mehr geben, so findet ihr auf jeden Fall die Links zum Standardalbum und zum MP3-Download hier unten in der Videobeschreibung. Gut, Freunde, starten wir mit dem Unboxing. Ihr könnt mir übrigens an der Stelle mal, wo ich ja sonst immer jetzt die Folie entferne, mir mal euren Lieblingssong von MC Bilal unten in die Kommentare schreiben, vielleicht euren Lieblingssong vom Album Herzblut. Ich habe mir bisher jetzt musikalisch vom Interpreten noch gar nichts angehört, werde mir natürlich nach dem Unboxing das Album anhören und vielleicht habt ihr einen kleinen Tipp für mich, welchen Song ich mir vielleicht als erstes mal anhören sollte, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Gut, starten wir, wie gesagt, mit dem Boxdesign. Wir haben eine weiße Standard-Fanbox. Auf dem Cover lesen wir MC Bilal und Herzblut. Darunter sehen wir ein Herz. Das Ganze sieht aus wie so ein Farbklecks und das Ganze so ein bisschen wie verschmiert. Und dann ist das Ganze noch ringsrum verziert mit goldenen Linien. Okay, und dann noch hier irgendwelche Buchstaben oder... gut. Naja, auf der Unterseite ebenfalls wird das Ganze hier recht schön dekoriert. Auf der rechten Seite lesen wir MC Bilal, Herzblut. Auf der Oberseite sehen wir wieder nur diese Deko-Linien und auf der linken Seite lesen wir wieder Interpretennamen und Albumtitel. Auf der Rückseite der Box sind die Inhalte aufgelistet. Hier befindet sich das Album, Schrift mit 23 Karat vergoldet. Das schauen wir uns dann ganz genau an. Bonussong mit Pedro Lombardi auf einem exklusiven USB-Stick. Okay. Liebes-EP mit 7 extra Liebessongs, exklusives T-Shirt. Autogrammkarte A6 und ein Poster in der Größe A1 ist hier enthalten. Hier unten sehen wir die Credits und den Barcode. Gut, Freunde, schauen wir mal rein. Und als erstes kommt uns das T-Shirt entgegen. Aber, Freunde, wir wollen uns natürlich als erstes das Wichtigste in dieser Box anschauen, nämlich das Album. Das Ganze kommt hier in einem Pappschuber. Herzblut, MC Bilal, exklusiv, was? Aus echtem Blattgold. Ach so, ach, das ist vergoldet hier vorne. Okay, das sieht man jetzt schlecht, aber also dieser Schriftzug hier ist vergoldet mit Blattgold und wahrscheinlich auch diese Linien. Das Ganze gab es ja schon mal in der Goldgeld-Grasbox von 18 Karat. Da war ja auch vorne diese Maske und so richtig aus Blattgold gemacht. Okay, coole Idee auf jeden Fall. Und auf der Rückseite des Schubers sehen wir nichts. Gut, schauen wir uns das Album etwas genauer an. Sehr schön, hier haben wir jetzt schon mal ein anderes Cover, weil das wäre ein bisschen langweilig gewesen, wenn wir jetzt wieder dasselbe gehabt hätten. Hier sehen wir jetzt wenigstens mal ein Bild des Interpreten. Und auf der Rückseite sind natürlich die Songs aufgelistet. Insgesamt 16 Songs sind auf dem Album drauf. Okay, wie gesagt, euren Lieblingssong, Freunde, schreibt mir den mal als Tipp einfach unten in die Kommentare, welchen ich mir dann als erstes anhören soll. So. Gut, schauen wir mal rein. Da haben wir natürlich die CD. So sieht das Ganze aus. Und nun schauen wir auch ins Booklet rein. Okay, da haben wir wieder den Interpreten auf einem Pferd sitzend. Und dann hat er ein bisschen was geschrieben an den lieben Gott und an seine Fans und an wem auch immer. Lest es euch einfach durch. Und dann haben wir hier, zwei junge Männer und dann steht ja natürlich auch noch ein bisschen was geschrieben. Okay, kann man machen. Natürlich hätte ich es besser gefunden, wenn die Songtexte mit hier drin gewesen wären. Aber gut, also ein bisschen was geschrieben. Okay, das war das Booklet und damit haben wir als erstes natürlich, wie gesagt, das Wichtigste in dieser Box abgearbeitet, nämlich das Album. Das Ganze kommt hier wieder in diesen vergoldeten Pappschuber rein. Dann haben wir als nächstes die Liebes-EP mit 7 exklusiven Liebesliedern. So sieht das Ganze aus. Okay.
keine Songs aufgelistet. Also wir haben hier 7 Songs drauf, aber wie die, ja, wie ihr seht, ist hier nichts aufgelistet. Okay, also die Liebes-EP. Dann haben wir als nächstes den USB-Stick. Und hier ist jetzt mit Pedro Lombardi irgendwie Songs drauf. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bonus-Songs mit Pedro Lombardi auf einer Exklusiven. Okay, also wie viele Songs jetzt hier drauf sind, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, was das Stick für eine Speichergröße hat. Sieht man das? 512 MB. Ich glaube, das sieht man jetzt, das kriege ich nicht eingefangen, oder? Also 512 MB. Schade, ein bisschen größer hätte ruhig sein können. Was ist das? 2 Gig oder so. Also hier ist jetzt nochmal ein Bonus-Song drauf. Und hier vorne steht jetzt nochmal MC Bilal und Herzblut. Okay. Also, noch mehr Musik. Also bisher wirklich jede Menge Musik hier drin. In dieser Box. Dann haben wir als nächstes eine Autogrammkarte. Das Bild kennen wir jetzt schon vom Cover der CD. Und das Ganze ist natürlich original unterschrieben. So muss das sein. Mit weißem Edding. Sehr selten, aber okay. Und auf der Rückseite Echtzertifikat. Hiermit wird die Echtheit des verwendeten Blattgoldes mit 23 Karat auf der limitierten Herzblut-Albums bestätigt. Das goldene Album ist ausschließlich in der limitierten Herzblut-Box enthalten. Okay, also ihr habt das Echtheitszertifikat drauf. Gab es bei 18 Karat, wie gesagt, auch in der Box, wo das bestätigt wird, dass das wirklich ja, Blattgold ist. Okay, also die Autogrammkarte. Dann haben wir als nächstes ein Poster. Doppelseitig bedruckt. Ich hoffe, ich kriege es eingefangen für euch. Wortler. So, das ist die erste Seite. Ich hoffe, ihr seht es relativ gut. Hat natürlich sehr gelitten, das Poster. Also es wurde mehrmals gefalten, dadurch diese ganzen Knicke hier drin. Ist natürlich sehr schade, es zerstört dieses wunderschöne Bild. Wir sehen den Interpreten, diesmal mit Mütze auf. Vorhin sah das ein bisschen anders aus auf dem Cover. Oder zumindest könnte fast so ähnlich sein. Ja, also es kommt fast hin. Okay. Und auf der Rückseite, auf der Rückseite haben wir jetzt nochmal das Bild vom Albumcover. Okay, oder das Albumcover, so rum. Gut, wie gesagt, diese ganzen Knicke, das stört mich jetzt ein bisschen, das hätte man anders falten sollen, dass da nicht so viele Knicke drin sind. Ansonsten ist es nämlich sehr dünnes Papier und deswegen, ja, gut. Na gut, das war das Poster. Jetzt verknickt sich das hier auch noch. So. Könnt ihr das freuen, diese Poster wieder zusammenzukriegen? Ich steck's erstmal hin. So. Und jetzt haben wir nur noch das T-Shirt und dann sind wir ja fast schon wieder durch. So, Gilden haben wir einmal hier in der Größe L. In der Größe L. Und Made in Haiti. Okay, was haben wir hier von 100% Cotton? Okay. Wir haben auf der Vorderseite des T-Shirts einmal den Albumtitel stehen, Herzblut, dann Hashtag Familie, Loyalität und Hashtag Musik, okay. Und hier unten haben wir jetzt wieder dieses Zeichen, was wir auch schon auf der Box drauf haben. Also wenn ihr wisst, was das bedeutet, Freunde, sorry, ich bin doof, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also ich vermute mal die Initialen von dem Interpreten oder so. Schreibt es mir gerne einfach mal unten in die Kommentare und hier unten lese ich jetzt nochmal MC Bilal. Okay, nice T-Shirt auf jeden Fall. Stinkt noch, also nicht getragen. Okay, cooles T-Shirt. Also jetzt nichts Besonderes, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende des Unboxings. Ich lege euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Album Herzblut bekommt. Ihr bekommt das Poster, was ich jetzt gerade nicht mehr zusammenbekomme. Dann die Liebes-EP mit 7 Songs. Den USB-Stick mit noch einem Song oder mehreren Songs, also jetzt stand da nur mit Pedro Lombardi mit der Größe 512 MB. Dann eine sehr schöne Autogrammkarte, hinten drauf das Echtheitszertifikat für das Cover hier, MC Bilal Herzblut exklusiv aus echtem Blattgold, also das Ganze hier vergoldet. Das und jetzt noch das T-Shirt, liebe Freunde. Das Ganze gibt es in der Box zum Album
Herzblut. Ja, gute Box auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was er zu Release gekostet hat. Ich denke mal 39 Euro. Also 39 Euro wären jetzt hier angemessen gewesen. Ich habe knapp 10 Euro bezahlt mit Versand. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Also für 39 Euro wäre es auch angemessen gewesen, die Box auf jeden Fall. Kann man eigentlich absolut nicht meckern. Sehr coole Box. Schreibt mir gern eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und das war's sonst soweit, liebe Freunde, mit dem Unboxing. Schöne Grüße gehen natürlich raus an MC Bilal. Ich hoffe, du hattest sehr viel Erfolg mit dem Album Herzblut. Ist ja mittlerweile jetzt ein Jahr her, dass es veröffentlicht worden ist. Trotzdem weiterhin natürlich alles Gute. Gut, Freunde, das war soweit mit dem Unboxing. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wie gesagt, schreibt mir gerne irgendwas unten in die Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch meinen Kanal abonnieren. Das Ganze könnt ihr rechts unten in der Ecke tun. Einfach draufklicken. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es jedes Mal von mir was Neues gibt. Das war soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Haut rein und ciao, ciao!